Jo Menschen, ich melde mich zurück zu Let's Leiter Reloaded Part 4. Ja, ich habe mich letztes Mal versprochen, da habe ich gesagt Part 2, aber es war doch nur Part 3. Ich habe mich gerade nochmal erkundigt und jetzt habe ich es richtig gemacht. Und heute steigen wir mit unser Beaver in Underused. Ja, ja, Fear the Bee habe ich es genannt. Und ja, das Team funktioniert ganz gut. Also im Underused finde ich, funktioniert Beaver noch besser als im Realuse. Und hier habe ich auch diese Wall-Turn-Taktik noch ein bisschen weiter ausgebaut. Hier wieder dasselbe Set, nur mit Aerial Ace, weil ich finde, im Underused gibt es mehr Flug-Pokémon, die man damit besiegen kann. Oder jedenfalls macht es da mehr Sinn, also wegen Kampf-Pokémon vor allem. Und das macht im, ich finde, im Realuse macht Aerial Ace nicht so viel Sinn. Weil es da nicht so viele Kampf-Pokémon gibt, vor denen man sich fürchten muss. So, dann haben wir unser Aaron Carter, wer Mega Morbi-Fan ist, so wie ich. Also ich bin Mega Morbi, mein allerliebster Poketuber zurzeit. Hat 800 Abonnenten, also ich verlinke ihn mal auf jeden Fall. Also schaut euch das an, der ist einfach grandios. Also ich finde, man kann ihn nicht toppen. Jedenfalls habe ich Aaron Carter angelehnt an den lieben Mega Morbi. Diesmal aber als Evoliten-Set mit Donnerwelle und Analytic. Also Analyse, was nicht so viel Sinn macht, aber ich finde dieser Donnerwelle-Support ist sehr gut. Ich sollte auch mehr mit Donnerwelle spielen, weil Donnerwelle ist wirklich, ich habe ganz schön auf Donnerwelle gerade gesagt, Donnerwelle. Weil Donnerwelle ist wirklich sehr hilfreich in sehr vielen Situationen, vor allem wenn schnell Pokémon dir gegenüberstehen. Und da Aaron Carter so an sich sehr bulky ist, wegen dem Evoliten, kann es doch ein paar Schläge aushalten und dann Donnerwelle draufklatschen. Natürlich der Nachteil, die Bodenschwäche. Dann haben wir unseren Bug Dragon, so wie ich ihn lieber sehen würde. Also eine Mega-Entwicklung, bitte Käferdrache. Also Käferdrache muss ein Mega-Flygon werden, also Mega-Libeldra. Das wäre so cool. Das ist ein Step-U-Turn, meine Freundin. Step-U-Turn, das wäre so mega geil. Boah, ich würde das feiern. Dann mit Erdbeben, Wutanfall und Steinkante. Natürlich als Wallband. Wallband finde ich, also als Wallbreaker, richtig gut. Also richtig gutes Pokémon. Dann haben wir Unbalanced. Ich finde der Name, weil ich finde Turtok, Mega Turtok ist im Underused. Passt da nicht rein, weil es einfach zu sehr reinhaut. Ich finde, wenige Pokémon countern ist gut aus. Außer jetzt Toxicroak, aber deswegen muss man eben in jedem Team Toxicroak haben. Ich würde jetzt nicht sagen, ja, es sollte ins BL oder so, aber ich finde, es ist schon wirklich Top-Tier. Ich sehe es fast in jedem Team. Genauso wie Toxicroak, das ist auch in jedem Team. Also Toxicroak. Jedenfalls habe ich hier dieses Overpowered-Pokémon auch mal mitgenommen. Und als physisch-defensiven Weapon-Spinner, also Turbodreher. Einfach wegen wieder voll Steingeschwäche. Da haben wir ein defensives Arcani, was ich eigentlich fast nie spiele, aber diesmal ist es spezialdefensiv, was manche jetzt vielleicht verwundern wird, aber ich mache es eigentlich immer so, ein spezialdefensives Pokémon, ein physisch defensives Pokémon und eins, was auf beiden Seiten gut defensiv ist. Jedenfalls habe ich hier ein spezialdefensives, weil ich, ich wollte hier eigentlich so eine Art Mix-Tank und ja, eigentlich sind das alles drei Tanks, nur manche eben mehr auf der einen Seite ausgelegt. Jedenfalls mit Attacken wie Irrlicht und Morgengrauen, Flammenwurf und Turbotempo. Unser lieber Wiggy Bang. Wir kennen ihn alle. Da habe ich hier meine eigene Regel gebrochen, oder? Was? Das ich nicht. Das war doch nicht in diesem Tier. Jedenfalls mit Überreste. So unser Scheimen als Regel gebrochen im Sinne von Item Claws, die ich eigentlich immer einhalte oder einhalten will, weil ich finde, Item Claws gehört einfach dazu. Mit Überreste. Samenbomben? Nee. Oh, keine Ahnung. Seed Flare. Dieser Signature Move von Scheimen. Dann haben wir noch Air Slash. Egelsamen und Protect. Schutzschild. Also ein kleiner Staller. Und Betonung liegt auf klein, meine Freunde. Das ist wirklich ein sehr kleines Pokémon. Und auch ein sehr süßes Pokémon. So. Gehen wir in Underused. Bis dann. Ohoho. So. Unser Gegner hat ein offensichtliches. Oh krass, er hat es vor mir geschrieben. Ich bin so glücklich. Ein offensichtliches Sticky Web Team. Ja,
Ich würde sagen, wir fangen mit 4 B an. Choice Scarf ist es nicht. Wenn es Choice Scarf ist, dann beiß ich mir ins Knie. Ich muss mal kurz das ausrechnen, bis gleich. Okay, ich habe gerade ausgerechnet, ob ich outspeede. Und das werde ich. Also wenn es... ob ich überhaupt outspeede. Mit 273 komme ich auf einen... Mit Choice Scarf auf einen Wert von 403. Bedeutet, ja. Jetzt die Frage. Was macht der? Aaron Carter ist ein guter Stop. Zu Corbett. Sollte aber trotzdem noch sehr viel Schaden machen. 12% finde ich zu viel. Ist zu viel. Aaron Carter, du kannst nichts! Preparing for the Mega Beat, well, I see. Yeah, boy! So. Ja, Erdbeben. Obviously. Wir gehen in Unbalanced. Unser physisch-defensive Wall. Erdbeben. Ich kann das tanken. So. Ein Eisschrei sollte es auslocken und das glaube ich, weiß auch mein Gegner. Oh, ich müsste hier Finsteraura draufpacken. Naja, was soll man machen? Aber ich, sonst, wenn ich Aurasphäre wegpacke, da habe ich nichts mehr gegen Normal-Pokémon. Und Haytyra flucht hier in diesem Tier rum und davor habe ich trotzdem noch Angst. Und so eine Aurasphäre sollte diesen. Oha. Diesen Switch verstehe ich jetzt nicht. Hat er Drachenpuls predicted? Weil Drachenpuls ist sehr oft gesehen sogar. Auf Dingens. So, und jetzt. Kriege ich einen ersten Kill? Bitte! Oh! Boah, das hat trotzdem ganz schön viel Schaden gemacht. Und bitte! Lass mich ein Pokémon killen! Da, I should have predicted it. No! Fear the bee! So. Wir gehen auf. Gute Frage, worauf gehen wir? Also, ich könnte auf Aaron Carter oder auf Regiband gehen. Wir gehen auf Regiband und hauen ein Will-O-Wisp raus. Will also ein Irrlicht. Er wird wahrscheinlich, wenn er jetzt richtig der Master of Predictions ist. Der ist cool. Er fürchtet die Biene und weint. Das ist gut. So, mal sehen, was er macht. Jellicent, okay. Boah, wenn ich jetzt Choice wäre, ich glaube, ich hätte das predicted. Na, wahrscheinlich auch nicht. Er hätte ja auch in Haxorus gehen können. So, was könnte er machen? Oh, dieses Team ist echt gut ausgeglichen. Ich würde sagen, wir gehen in Chiming. Chiming! Chiming? Chiming! Unser Scheimen. Oh, der hat auch Will-O-Wisp. Nice, nice. Und jetzt predikten wir den Switch auf irgendwas. Aber oh, wenn er jetzt. Okay, nicht. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay. Okay, ich predikte jetzt eigentlich den Secret-Web und will gleich nochmal auf Beedrill gehen. Wir gehen nochmal auf Beedrill. Könnten eigentlich Schutzschild machen, aber tun wir nicht. Mal sehen, ob es Choice Specs ist. Stick Web, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, und wir kriegen die guten Health zurück. U-Turn. Boah, 40% habt ihr es gesehen? Das ist ein Step U-Turn, meine Freunde. Step U-Turn, coming through. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, warum ich das so feiere. Wahrscheinlich einfach nur, weil Beedrill so abgefuckt geil ist. Thunderwave. Na. Du, Donner, willst nicht mein B-Duel. Ich hab doch gesagt, Fear the B, mein Freund. Fear the B. Okay, tatsächlich macht mir das gar nicht so viel aus, dass das Secret Web rausgelegt hat. Alle Pokémon, die davon getroffen werden, sind Walls. Also, meinetwegen. Er könnte den Hinpower Fire Predicted auswechseln. Das predikte ich jetzt. Ah, geil, okay. Ich habe gerade gedacht, ah, scheiße, er macht nochmal Donnerwelle. Aber, auf jeden Fall wird jetzt ein Pokémon paralysiert. Lass es bitte Haxorus sein. Bitte lass es Haxorus sein. Das wäre so gut. Oder Corbett, das wäre auch gut. Oder Chiming. Ich meine Chimen. Wir sehen uns gleich wieder, bis er einen Move gepickt hat.
So, da sind wir wieder. Und er hat Hexus rausgeschickt. Oh! Luge der Thunder Rave. Also, ich finde, Donnerwelle ist eines der schwersten Moves, die man predicten kann. Weil es so. Weil es so random manchmal ist, weißt du? Weißt du? Really? Yeah. Analytic. Analytic. Schreibt mal so. Analytic. Thunderwave. Makes sense. I need to start up my Yu-Gi-Oh game. Oh, und Fear the Bee! Oh, fuck. Aber der kann nichts machen. Wir sind trotzdem schneller, glaube ich. Nein, warte, stopp. I'm scared. Ich wusste nicht, dass es trifft. Ach, YOLO! Vielleicht hat er ja gar keinen, wie heißt es? Airslash? Aber die meisten Scheinen sind ja eigentlich. Ja. Wir gehen auch nochmal auf Elmenkarte. Da habe ich doch zu viel Angst davor. War das kein Earthbau haben? Scheiße! Das kann Earthbau haben! Nein! Oh, fuck. Das war knapp. Das war knapp. Jetzt mal predige ich den Earthpower. Der K. Doch, der K. Ey, die spielen mir doch nicht. Healing Wish. Ah, I see, der K. Okay. I see you, Big Dog. Nur deswegen. Okay. Okay. Ja. Leech Seed. Ah, fuck it. Taunt? Seriously, though? Air Slash. Ah, das ist doof. Das ist sehr scheiße. Dammit. Okay. Vielleicht. Okay. Okay. Outrage. So, und jetzt machen wir folgendes. Please kill Magneton. Mal sehen. Überlebst du es? Schade. Bitte ab 3 Runden. Oh, fuck. Dammit. Oh, fuck it. Ich hätte zweimal auswechseln sollen. Mist. Das ist jetzt scheiße. Habe ich überhaupt noch eine Chance? I guess not. Also es hat jetzt nur noch mal 1,5 Angriff. Also. Evan Carter, wenn du jetzt beweisen willst, dass du doch nicht so schlecht bist, überlebst du jetzt diesen Outrage. Ja! Für Aaron Dragon. Aaron Carter. Was auch immer. Whatever. Power. Is here. Evil Lead, ey. Boah, hat mir nochmal den Arsch gerettet. Phew. Das hätte doch kritisch werden können. Boah, fuck. Und das ist dann, wenn du dein Choice Scarf an einen Beedrill verschenkst. Das war so knapp. Hätte ich hier einen Choice Scarf Turbo, hätte ich dieses Problem gar nicht gehabt. Psychokinese und das Teil wäre weg. Freaking HP Fire. Don't have it. HP Water is the new HP Fire. To kill the common Camerupt. Okay. Naja, um die oft gesehenen Kamerupte zu killen. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Und da bin ich wieder. Port Switch. Er ist schneller? Max Speed? Nee, kein Max Speed. Oha! Sorry! Oh my gosh! Aber was hat... Ich finde... Was hätte ihm der Burn genutzt? Vielleicht hätte er jetzt dann mit Quorbit mich killen können, aber sonst... Also erstmal ein Mist und dann... das ist bitter. Ist echt bitter.
Ich wechsle jetzt einfach mal darauf, weil ich denke, Agavantula kommt jetzt rein. Agavantula wird noch richtiger Fred. Scheiße. Das wird problematisch. Ich muss hier mal was nachkorken. Also wenn sein Garventula Donner hat, dann bin ich gefickt. Aber ich habe noch Flygon. Okay, wie mache ich das am besten? Ich muss Turtok aufbewahren wegen Crobat. Ich habe eine Idee. Wir müssen wirklich der Almighty Beboard sacken. Also opfern. Und dann können wir. Haben wir einen Free Switch in Flygon. Okay, das ist auch nicht so ein guter Plan. Wird problematisch. Wir sehen uns gleich wieder. Ah, oh, ist das bitter. Mann, es tut mir voll leid. Wir müssen die Biene opfern. So leid es mir tut. Mal sehen, ob ich's. Boah, Donner. Donner! Donner! Ist das bitter? Okay. Okay. Ja, der wird wahrscheinlich sowieso gewinnen. Ich sehe ja irgendwie keinen Ausweg gerade. Ich. Okay, habt ihr Idee? I have the idea. Aaron Carter. Oh, fuck. Phew! Das war knapp. Ich dachte, das wird nicht killen. Aber jetzt. Ja. Gewinnen wir. Jetzt gewinnen wir. Doch, der K. Glaube ich. Wir sacken jetzt einfach das hier. Also, wir opfern jetzt einfach Flygon. Wenn. Jetzt würde er wahrscheinlich in Quorbit gehen. Na, eigentlich wäre er wirklich der bessere Spielzug Fortress. Wenn er jetzt ganz gut wäre, würde er jetzt in Fortress gehen, mich in Erdbeben locken, dann würde er in Quorbit gehen und dann hätte ich so, wäre ich quasi in der Zwickmühle. Weil dann könnte er eines meiner Pokémon direkt killen. Das wäre problematisch. Deswegen muss ich mich in Steinkante locken. Ansonsten verliere ich das Ganze hier noch. Also der beste Spielzug meines Gegners wäre jetzt in Fortress zu gehen, mich zu locken. Und zwar, dass ich dann in Erdbeben mich locke. Dass er dann in Quorbit geht. Das ist ein besser Spielzug. Aber er macht's nicht. Wir machen Stonehenge. Und er hat ein Choice Band. Okay. Ich weiß nicht, ob der Quit gemattert hat. Didn't matter unless you were invested. Nope. Okay, ist Choice Band. Also, jetzt verlieren wir wahrscheinlich. Ich hätte nicht gedacht, dass es one-hitted. Krass. Ah, schade. Okay, und physisch-defensives Blastoise coming through und rettet uns mal wieder den Arsch. Mal wieder. Ich glaube nicht, dass er irgendwas gegen Dinge machen kann. Wir sind sogar schneller, krass. Ah, kein Burn, schade. Ach, wir sind. Wir haben es sogar überlebt. GG. Das war ein spannendes Match. Richtig cool. Also, mal wieder hat hier Bieber nichts gemacht. Ich hoffe, im Overuse. Kriegst wenigstens einen Kill. Ich werde hier nicht aufhören, bis ich einen Kill krieg. Get it together, Fortress. He's afraid of the bee. He's afraid of the bee. Sag mal so. Afraid about the bee? Ach, keine Ahnung. So, und das soll. Und er ist weg. Ich schreibe ja noch den hier. Wow, ich bin richtig hoch in der Ladder. Was ist hier los? Also für Underuse-Verhältnisse ist es richtig gut.
Krass. Okay. Das habe ich noch nie gemacht. Ich sollte es lassen. Das soll es auch für diese Episode gewesen sein. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt, wir plätten ein paar, ja, Overused Teams mit einem B-Boar. Bis dann, no? Ho-ho.